Was ist denn das jetzt? Was? Oh Gott! Herzinfarkt! Hey Freunde und damit herzlich willkommen zurück bei eurem Tool4 und herzlich willkommen zurück bei The Joy of Creation Story Mode. Wir haben alle Level freigeschaltet und werden in der heutigen Folge das letzte Level spielen, welches sich auf dem Dachboden befindet. Das wird garantiert fucking schwer. Ich würde mich natürlich wie immer bei euch bedanken, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und abonniert, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ansonsten komme ich euch holen. Ihr wisst Bescheid. Aber Freunde, wir werden jetzt mal das Dachbodenlevel starten und einfach mal gucken, was da los ist in der Hood. Weil ich frage mich wirklich, was soll auf dem Dachboden schon passieren? Along this for too long, Scott. They're barely holding themselves together anymore. Why? I have been a good man. We've been good people. Why have you demons come to torture me and my family? I was saying that we've gone... Stop ignoring my questions! If I'm going to die, at least I want to know why. Can you at least give me that? Look, I'm sorry. It's just the way things have to go. It's just a part of life. For us, I mean. Their bodies are hardly keeping themselves together, so they're gathered themselves in the basement. They can't just kill you directly, you know. And I promised them I'd leave you to them. So I brought you here to at least try to talk to you before they arrive. So before they get here and everything burns, I'd like to thank you for giving us this opportunity to see the world through the eyes of your creations. Being Michael Schmidt has been an incredible experience. I feel fantastic. I want to keep feeling like this forever. And to do that, I need you to die. Leave us alone! What the hell? Alter. Wow. Alter. Was war das? Freunde, scheinbar ist dieser Michael, der am Anfang in unser Haus gekommen ist, eine von diesen Animatronics gewesen. Scheinbar ist dieser Typ ist eine Animatronic in den seinen Körper reingekrochen. So wie wir es damals schon mal in Sister Location gesehen haben. Und Freunde, ich habe keine Ahnung, was jetzt in diesem Level hier abgeht. Wir haben jetzt hier scheinbar erstmal nochmal das Basement. Wir befinden uns scheinbar jetzt erst nochmal im Keller und nicht auf dem Dachboden. Und ja gut, wir gucken einfach mal. Mit Space können wir irgendwas machen. Mit Linksklick interagieren wir wie immer also. Freunde, aber ich habe... Lol, what the hell? Was muss ich denn... Ah, guck mal, das sind die ganzen Level. Wir hören irgendeine Nachricht. Aber seht ihr das? Hier sind die ganzen Level. Wir können uns hier durch die ganzen Level durchschalten. Und what the hell? Das Vieh ist jetzt da drüben drinne? Ne, es ist wieder da. Hä? Und was mache ich mit Leertaste? Ah, mit der Leertaste. Wow, what the fuck? Ah! Hä? Was? Mit der... Was ist denn jetzt los? Da vibriert ein Handy oder so. Wer ruft an? Tobias. Wer ist Tobias? Ja, nimm mal an. Geh mal dran. Hallo, guten Tag. Okay, ah, wir sind tot. Okay. Okay, und wir sehen ja immer in der rechten unteren Ecke einen Tipp, wenn wir sterben im Story Mode. Und hier steht jetzt, dass 6 Uhr in dieser Nacht nicht kommen wird. Wir müssen Golden Freddy finden und angreifen, um zu überleben. Wie zum Fick soll das funktionieren? Ich verstehe es nicht. Ich meine, Freunde, wir können uns jetzt hier durch diese Kameras durchschalten von den verschiedenen Leveln. Und scheinbar können wir uns hier... Oh! What the fuck? Und scheinbar können wir nach rechts gucken und da ist dann wohl manchmal Freddy. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat, Freunde. Und ich weiß auch nicht, was hier mit den roten Balken auf dem Kamerading los ist. Ich verstehe nicht, wie das Level funktioniert.
Wir haben hier irgendeine krasse Animatronic drauf, die scheinbar durch die Level durchgeht und uns fertig machen will. Und ich drücke jetzt mal X to skip, weil ich keinen Bock mehr habe, dazu zu hören. What the fuck? Was ist denn jetzt los? Ist das Ding... Das Ding ist im nächsten Level drinne. Okay, da ist es. Und jetzt? Was muss ich denn jetzt machen? Ich drehe mich mal kurz wieder um. Oh, da ist immer noch Golden Freddy. Aber ich muss ja Golden Freddy attackieren. Und was kann ich da machen? Was habe ich da jetzt gemacht? Irgendwas mit dem Strom oder so? Ich habe keine Ahnung. Oh, jetzt ist es direkt vor der Kamera. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. God fucking damn it. Also Leute, ich habe keinen Plan, wie das Level funktioniert. Scheinbar können wir hier auch nochmal irgendwie hoch auf den Dachboden. Ach, guck mal, hier sind irgendwelche Viecher. Oh, 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 mach zu, mach zu. Man kann hier nämlich irgendwelche Türen noch hinter uns zumachen, weil scheinbar auch auf dem Dachboden irgendwelche Viecher auftauchen. Oh shit, die sind doch hinter mir. Warte mal, da ist noch eins auf der Seite. Mach hier auch mal zu. Leute, ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Und lol. Jetzt sitzt hier unten... Alter, was? Okay, das Vieh hat uns angegriffen. Okay, das Vieh muss ich jetzt flashen. So. So muss ich den flashen und dann geht er zurück. Okay, jetzt gehen wir wieder auf die Attic. Auf der Attic ist wieder eins. Hier, so, machen wir dann zu. Es ist total heftig, Freunde. Man muss auf so viel achten scheinbar in diesem Level. Wir haben scheinbar Animatronics. Alter. Was ist denn das jetzt? Was? Oh Gott! Herzinfarkt! Freunde, man muss auf so abnormal viel achten in diesem Level. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich zähle mal kurz auf was wir alles aufpassen müssen. Nur damit ihr einen groben Überblick habt. Also wir haben einmal ein Ding, das heißt Creation. Das startet in den Leveln, das ist das, was wir auf dem großen Bildschirm gesehen haben, was so durch die Level geht und zu uns kommt. Das müssen wir flashen mit diesem einen großen Hebel, wenn es in die Kamera guckt. Damit können wir das Ding aufhalten. Dann gibt es scheinbar noch Golden Freddy, der hinter uns auftaucht und wenn wir uns umdrehen und er da ist, macht er uns richtig kalt. Dann gibt es noch diese normalen neuen Animatronics, die scheinbar einfach oben auf dem Dachboden links und rechts hinter den Türen stehen und manchmal kommen, um uns anzugreifen. Das ist so fucking viel, auf das ich achten muss und ich habe keine Ahnung, welches Ding welches Geräusch macht und wie was funktioniert und irgendwie muss ich Golden Freddy angreifen. Ich verstehe das nicht. Warte, was kommt jetzt da? So? Und? Und? Kommt nicht durch. Okay, jetzt hier zu. Jetzt hier zu. Alles easy. Alles easy. So, das eine... Oh, fucking hell. Okay, Freunde, scheinbar ist das Ziel dieses ganzen Levels, Golden Freddy zu zerstören. Das habe ich ja schon mal erwähnt. Und zwar müssen wir Golden Freddy hier auf den Kameras finden. Da ist er zum Beispiel. So, und dann... Oh, das war zu spät. Und wir müssen ihn auf den Kameras flashen. Mit so, wie wir auch das große Vieh flashen. Bis wir ihn 12-mal geflasht haben. Und dann haben wir gewonnen. Ja, zum Beispiel ist er jetzt hier. Aber... Er ist auch schnell. Oh, Moment. Oh shit, mach zu. Wow. Und wir müssen natürlich noch auf die Viecher aufpassen, die uns hier oben angreifen. Das ist also alt. Ah, die sind auf beiden Seiten. Warte mal, die Seite zuerst. Okay, Freunde, ich habe Golden Freddy jetzt schon ein paar Mal erwischt. Aber dieses verdammte Drecksvieh, dieses Creation-Teil oder wie das heißt, ist schon so verdammt nah. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Und auch die Viecher hier oben sind ultra penetrant. Ich weiß zwar mittlerweile ungefähr, wie ich mit denen umgehe, aber es ist überhaupt nicht einfach, Leute. Dieses Spiel ist alles andere als einfach auf diesem Level hier. Ohne Scheiß. So, ich flash jetzt mal Creation, damit der mich wieder ein bisschen in Ruhe lässt. Jetzt warten wir mal kurz, bis der Hebel wieder aufgeladen ist. Hör ich da Steps? Weil die Viecher kommen manchmal von links und rechts angerannt, da muss man dann drauf hören. Da kann man sich nicht auf die Kameras verlassen. So, der Hebel ist aufgeladen. Wo ist Golden Freddy? Nirgendwo. Er ist nicht da. Dann flashen wir wieder Creation. So. Alles easy. Oh, rechts zu. Okay, Freunde. Ich glaube, wir kriegen jetzt hier oben Besuch. Wir kriegen jetzt... Alter, what the fuck? Alter, was ist das denn? Ich dachte, das ist Freddy oder so. Aber das Vieh... What the... Boah, das Vieh sah aus wie eine Kombination aus allen Animatronics. Die Nacht gerade lief eigentlich ganz gut, ey. Ich hätte Freddy, also Golden Freddy, fast gehabt. Aber dieses Level ist echt so krass, Leute. Ich schwör's euch. Ich helf dich.
Oh mein Gott! Endlich! Freunde, wir haben es geschafft. Nach fast 2,5 Stunden. Und Mann wird tot in seinem Haus gefunden. Und der Körper wurde vom Vermieter gefunden, nachdem das Landhaus repariert wurde. Ich habe jetzt so lange gespielt, denn mein Hals ist voll trocken. Sind das wir? Sind wir jetzt gestorben? Ich meine, wir haben das fucking gerettet, ja? Keine Ahnung, sind wir jetzt tot? Ist Gott jetzt gestorben, also unser Charakter? Oh, wir kriegen eine Cutscene. Okay. Oh, shit. Sind wir noch nicht raus? Passiert da jetzt noch was? Na, come on. Raus aus der Bude. Ich glaube, das ist alles vergebens, Freunde. Aber mal gucken, ich meine, man kann die Hoffnung, man sollte die Hoffnung immer zuletzt aufgeben. Oh, Michael haut noch irgendwelche Sticheleien raus. Na, komm schon. Freunde, das war wirklich eins der härtesten Level, was ich je in irgendeinem Spiel gespielt habe. Ja, bis 6 Uhr warten wird diesmal nicht funktionieren, sagt Michael. Ich habe ein bisschen Bammel, dass noch irgendeine Animatronic kommt, Leute. Hä? Na komm schon. Ja. Diese Nacht wird nicht enden, bis wir vom Feuer verzehrt wurden. Oh mein Gott, Leute. Ja, was ist denn los jetzt? Was ist das für ein Leuchten auf dem Boden? Ja. Oh shit! Irgendwer... What the f... Wer war das denn? War das Michael? Holy shit! War das Michael? Hat uns Michael gerade noch aufgehoben? Oder wer war das? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Mommy, aber Daddy's coming out of the house. Nein, Mommy? Wir kommen raus. Help, I'm here. Daddy! Aber ich wette, wir haben eine Animatronic in uns. Oh, hon, I was so worried. Das wäre sonst okay, zu though. Einfach. It's okay. We're safe now. Have you called 911? Yes. Yes, I did. As soon as we got out, I called them. Like, a few hours ago. They said they'll be here as soon as they could. Okay. Oh, God, you stayed inside there for so long. I thought you... But I didn't. Don't worry. Everybody is fine. Daddy, what happened to home? Why oh my is God. It burning? Is Michael still in there? We are safe, Nick. Murders. You're safe. Ich wette, die Animatronic, die in Michael war, ist jetzt in uns. Everything's gone. You are safe. It's all that matters. Dad, ja, definitiv. You're acting weird. You are safe now. That's all that matters. Daddy, are you okay? You are safe. It's all that matters. Daddy, no! You are safe. Oh my God, oh my God! It's all that matters. You are oh safe. God. It's all that matters. What you the are fuck? Safe. It's all that matters. You are safe now. That's all that matters. What the hell? See? They're safe now. Just as you wanted. Thank you for your cooperation, Scott Kaufman. Oh my God. I'll take care of everything from here. Jesus Christ, Leute. Die Animatronic, die in Michael war, hat einfach Besitz von Scotts Buddy, von Scotts Körper übernommen und ist dann aus diesem Haus rausgekommen. Also haben die Animatronics am Ende genau das gekriegt, was sie wollten, trotz all unserer Bemühungen. Aber Freunde, ich würde sagen, das war der Story Mode von The Joy of Creation. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß damit und ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns im nächsten Video wieder auf meinem Kanal. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt.
Und ich muss nach diesem krassen Ende jetzt, glaube ich, erstmal einen Kaffee trinken, Leute. Macht's gut. Und bis dahin.